Händchen. Hallo Leute, hier ist Tyro 1992 wieder und diesmal mit einem weiteren Complete Selection Modification Toy und zwar das Eternal Edge. Das ist der Dolch von Cameron Eternal, der ist zum ersten Mal in dieser Version rausgekommen. Den gab es weder als Toy noch sonst was, der kommt ja aus den A-to-Z-Filmen. Und ja, das ist auch was für erwachsene Hände. Es ist halt für Erwachsene designt, dementsprechend sieht es auch aus. Wir schauen uns mal die Verpackung an. Hier ist nochmal Eternal mit seinem Dolch. Hier ist er nochmal. Ziemlich coole Verpackung. Eternal-Zeichen. Ja. So, das Ding kann an sich nicht sonderlich viel. Es ist wirklich für die Optik da und ja, was ich aber hier mag, ist, die Batterien sind hier drunter versteckt. Da könnt ihr es einfach anmachen. Also wir sind an. Und da könnt ihr es und zu und die Batteriefach verschändet nicht die Optik. So, wir haben jetzt ein paar Sounds. Einmal hier ist ein Knopf, der ist sehr gut versteckt. Einmal so eine Handvoll Schlaggeräusche. Dann können wir die gedrückt halten. So, als ob ihr ganz schnell euch bewegt und das Ding dreht in der Hand. So, ihr könnt natürlich Finisher auslösen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Eternal nimmt. Er ist auch fest, der ist eingerastet jetzt. Es ist unglaublich satisfying, den hier rein zu rammen. Wollt ihr den jetzt entriegeln? Ist ganz cool. Hier ist ein Knopf, den kriegt man so erreicht. So. Jetzt kommen wir nämlich zur eigentlichen, nämlich damit wir es aus dem Film an. Das habe ich euch in der Review nämlich nicht gezeigt vom Lost Driver. Wir müssen den Modus einmal wechseln. Und müssen einmal das Alphabet einmal durch. Und wenn wir bei Sohn hängen bleiben und das jetzt hier reinmachen, kriegen wir diesen Finisher, wo diese alle, er hat ja so super viele dieser Finisher-Teile an seinem Suit und kriegen das. Kommt noch nichts mehr. Wenn da nochmal drauf kommt, kommt genau dasselbe. Ja, und das war's schon. Dieses Teil ist halt wirklich für die Optik da, weil ihr denkt, oh mein Gott, Eternal war so cool und ich fand dieses Blade so cool, das wollte ich wirklich wieder Sammlung haben und dafür ist es da. Weniger für die Funktionen, denn es liegt auch kein Memory bei. Deswegen, also, oh, nur das Teil bringt euch tatsächlich alleine nicht viel. Ihr solltet zumindest den Lost Driver haben, weil sonst, ihr habt ja dann nicht mal einen Eternal Memory bei. Deswegen, ja, an sich eine coole Sache, aber man muss ein Komplettist sein, damit sich das lohnt. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Review gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tyra 1992. Bis dann und ciao!